Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wie oft hast du vielleicht schon Gott erklärt, dass das, was er von dir will, nicht funktioniert? Und so ist auch wirklich Gott. Er traut dir was zu. Mehr, wie du dir selber zutraust. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Mein Thema ist ein neues Zeitalter ohne Limit. So manche sagen, du bist verrückt, in dieser Zeit so ein Thema zu überschreiben. Aber ihr werdet gleich merken, weshalb dieses Thema mir so wichtig ist. Wir starten nämlich gerade durch auf dieser Erde in ein neues Zeitalter. Ich glaube, das muss jeder irgendwo erkennen. Aber nicht unbedingt in ein Zeitalter, wo wir sagen, juhu, es wird jetzt alles noch besser. Wir sehen unsere Probleme, haben unsere Zweifel, wie das alles werden kann. Aber wir haben einen lebendigen Gott. Und da möchte ich dich so richtig ermutigen heute. Was zuvor funktioniert hat, wird auch so manches in Zukunft nicht mehr funktionieren. Wir sind aus einem Wohlstand ein Stück rausgerissen worden, das sich bestimmt wieder Stück für Stück aufbaut, aber es wird anders sein und es wird Dinge geben, die wird es einfach nicht mehr geben und es wird Neues geben. Und da möchte ich auch raten, halte nicht am Alten fest, denn Gott will Neues geben. Schau auch nicht immer wieder zurück und ach ja, ich muss das wiederherstellen, was früher war. Nein, schau vorwärts. Gott will dir Neues geben. Es beginnt ein Zeitalter vom verheißenen Land, wo es ins verheißene Land geht. Das gewohnte Umfeld ist für manchen schon weg. Dass dein gewohntes, für manchen vielleicht auch der Arbeitsplatz weg, manche Geschäfte gibt es nicht mehr, manche Gewohnheiten gibt es nicht mehr oder man kann sie nicht mehr umsetzen. Aber auch so mancher Götze hat keine Reize mehr. Es ist einfach nicht mehr möglich. Wie viele Götzen kann man in einer Zeit, wo Ausgangssperre und alles, was wir so erlebt haben, wie viele Götzen kann man da nicht mehr dienen? Da möchte ich sagen, es hat alles zwei Seiten. Und da ist es auch wichtig, auch wir als Christen, wir müssen überlegen, was, nicht warum, sondern wozu ist das Ganze. Und dass wir auch mal unser Leben durchdenken, ist das alles so richtig, wie wir alles so machen? Wüstenmentalität funktioniert nicht im verheißenen Land. Ja, im verheißenen Land gibt es auch Kämpfe, es gibt auch Arbeit. Und wenn wir sehen, wir wünschen uns alle das verheißene Land und wünschen uns, dass die nächste Zeit das verheißene Land ist. Es wird das verheißene Land sein, denn Gott ist wirklich an der Macht. Es werden Dinge geschehen, die uns nicht gefallen, Dinge geschehen, die uns gefallen, aber ist, das verheißene Land wird nicht Mallorca mit einem Liegestuhl sein und einer Ananas, wo ein Röhrchen drin steckt. Das ist es auch nicht in der Bibel. In der Bibel ist beschrieben, sie waren in der Wüste, sie haben keinen Verschleiß an Kleider gehabt. Isolde hat gepredigt, dass 1 Meter hoch, 20 Kilometer die Wachteln lagen. Sie mussten nicht mal Essen besorgen. Alles ging so selbstständig, aber es war in der Wüste. Im verheißenen Land heißt es, da gilt es, Jericho einzunehmen. Im verheißenen Land muss man arbeiten, was man in der Wüste nicht musste in den 40 Jahren. Also das verheißene Land ist jetzt nicht so die Traumlandschaft, aber es ist Gottes Wille. Und jede Krise hat eine Möglichkeit. Und wie gesagt, frag nicht warum und musst alles analysieren, sondern wozu. Wozu er wird Veränderung bringen. Was
Ja, was haben wir falsch gemacht? Müssen wir auch fragen, wo haben wir gesündigt? Irgendwo, wo wir sagen müssen, da müssen wir uns korrigieren und vor Gott kommen. Ja, es ist auch wichtig, ihr Lieben, in dieser Zeit, auch wenn es schwierig ist, aufzustehen und durchzustarten. Nicht einfach zu warten, der Staat versorgt mich und der bringt mal einen Blumenkohl vorbei. Nein, aufzustehen und wirklich uns von Gott zeigen lassen, was dran ist. Wir betreten eine neue Zeit und ein neues Gebiet. Wisst ihr, ich habe mir das so vorgestellt, wir kennen so von verschiedenen Tieren, die haben so einen Kokon und wachsen ran, wie so Schmetterlinge. Und irgendwann wird es da drin zu eng und dann macht es Peng, dann zerreißt den Kokon und der Schmetterling kann sich entfalten. Aber so viele Christen pflegen ihren Kokon, da fühle ich mich wohl, da ist richtig schön warm, da ist die gewohnte Atmosphäre drin, das habe ich alles im Griff. Nein, wie ist, wenn ein Schmetterling rauskommt, hat er auch seine Feinde und muss sich auch wehren, aber es ist Gottes Wille, dass wir uns weiterentwickeln. Es geht in eine neue Zeit, die ganze Welt wurde geschüttelt und wir haben die Chance, uns zu entscheiden in dem neuen Zeitalter, was unser Platz ist. Du stellst dir die Frage, warum lebe ich gerade in dieser Zeit? Ich sag dir, weil es Gott so wollte. Es ist eine ganz aufregende, spezielle Zeit und wir müssen dankbar sein, dass wir über 70 Jahre zurück, meine Generation kennt keine Kriege hier in Deutschland, über 70 Jahre zurück ein feines, tolles, bequemes Leben hatten. Und es heißt nicht, dass es nicht weitergehen soll, fein und bequem, aber es wird anders sein. Ich möchte euch ein Beispiel bringen von Mose. Die meisten kennen Mose aus der Bibel. Mose war ein großer Mann Gottes. Und was mir in der Bibel gefällt, ist, dass die Bibel auch von Versagen spricht. Die Bibel spricht auch von Dingen, wo schiefgegangen sind, wo Menschen auch Blödsinn gebaut haben. Und das gefällt mir so, weil da sehen wir uns alle wieder. Und dann steht aber auch die Lösung drin, wie man da wieder rauskommt. Und in der Bibel steht das. Und da ist auch wirklich, ihr Lieben, da steht zum Beispiel, dass Jesus tief betrübt war vor dem Kreuz. Jesus und tief betrübt, das gibt's doch gar nicht. Jesus ist doch alles. Nein, es wirklich. Er hatte auch Gefühle. Er lud all seine Sünden auf sich. Er hatte Gefühle und das tut auch einem Jesus als Mensch weh. Er war auf dieser Erde und hatte auf dieser Erde Gefühle wie wir. Mose, er wurde geboren. Es war Verfolgung. Er hätte getötet werden sollen, weil die Kinder getötet wurden und war große Gefahr und wir kennen die Geschichte und die Mutter hat ihn im Korb ausgesetzt und Pharaos Tochter hat das Kind gefunden und auch großgezogen. Und Mose hatte von Geburt an eine Befreiungsberufung und er hätte sterben sollen, weil rein vom Gesetz her und von den Bestimmungen, aber er hatte eine Befreiungsberufung schon als Baby gehabt. Er ist dann aufgewachsen bei den Ägyptern, hat auch einen Ägypter getötet aus lauter, ich glaube, dass er auch manchmal hitzig war. Und er hat geheiratet, er war in der Wüste, er hat seinem Schwiegervater Jethro gedient und war dort in der Wüste. Und in der Wüste bei ein paar Schafen und auf einmal in der Wüste ein brennender Busch und er kannte jeden Busch und wir sind oft in der Wüste einmal im Jahr mindestens mit unserer Reise. Da findest du nicht viele Büsche und Bäume und auf einmal so ein bekannter Busch brannte, was passieren kann in der Wüste, weil da ist es heiß und wenn das Zeug trocken ist, kann sich das auch selbst entzünden. Brannte, aber das Ding war, er verbrannte nicht. Und das war das Besondere. Und Mose ging dorthin und wir kennen die Bibelstelle. Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du wohnst, ist ein heiliger Boden, heiliges Land. Und Gott kam zu Mose in die Wüste.
in diesen Busch hinein, um ihn zu erinnern, dass er eine Befreiungsberufung hat. Gott möchte auch heute zu dir in den Platz kommen, wo du bist. In deine Zwei-Zimmer-Wohnung, im Garten oder wo du jetzt gerade bist, möchte er kommen und dich an deine Berufung erinnern. Ja, und Gott sagte zu ihm, ich möchte, dass du mein Sprachrohr bist. Und ich finde das so, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein Stück erdrückend, aber ich sehe da wieder uns Menschen genau gleich drin. Mose erklärte in 2. Mose 3 bis 2. Mose 4, dass das, was Gott ihm gerade gesagt hat, nicht funktioniert. Mose erklärte Gott, dass das, was er Mose zugetraut hat, was Gott Mose zugetraut hat, nicht funktioniert. Sind wir da nicht wieder bei uns? Wie oft hast du vielleicht schon Gott erklärt, dass das, was er von dir will, nicht funktioniert? Weil bei meinem anderen hat es auch nicht funktioniert und ich schon gar nicht. Genau so was bei Mose. Er hat zu Gott gesagt, oh Herr, ich stottere. Ja, das ist vielleicht schwierig, wenn man stottert. Auch mein Vater hat er gesagt, als Kind gestottert. Und diejenigen, die meinen Vater kennen, kennt ihn keiner mehr als Stotterer, sondern ihr wisst, er hat gepredigt wie eine Rakete. Aber bei Mose, ja gut, Gott, was hat es dann vielleicht gesagt? Meinst du, dass ich das nicht weiß? Wenn wir zu Gott sagen, hey, das kann ich nicht. Das sagt er doch. Wenn ich, gestern war ein Enkel bei uns und das Kerlchen ist 2 Jahre alt und dem muss man Sachen erklären. Dem sagt man, jetzt bring mir mal das und dann mag er nicht. Das schaffst du. Komm, das schaffst du wirklich. Ja, hol's dir. Und so ist auch wirklich Gott, er traut dir was zu. Mehr, wie du dir selber zutraust. Gott ist der, der heilt. Er kann auch Fehler korrigieren. Was würden wir jetzt sagen? Oh Gott, warum hast du Moses Stottern nicht geheilt? War das vielleicht auch schon eine Frage? Er hat das wirklich, wir lesen nicht, dass er es geheilt hat, sondern er hatte Erbarmen und hat seinen Bruder, den Aaron, dann ihm zur Seite gestellt, dass der reden soll. Der wurde aber nachher auch zum Problem. Ich glaube, Mose hätte viel mehr Erfolge gehabt, hätte es auch viel ringer gehabt, wenn er nicht den Aaron so nahe bei sich gehabt hätte. Und ich glaube, Gott möchte jetzt dir schon alles zur Seite stellen, aber nicht unbedingt eine Bremse. Mose hat gesagt, keiner wird mir glauben, niemand wird mir folgen. Ihr kennt das, wo Gott ihn zu Pharao geschickt hat. Niemand wird mir glauben, dass du mich gesandt hast. Ich sage dir, rede nicht so, sondern sag, in Namen Jesu komme ich. 2. Mose 4, Vers 13 steht, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Ist das auch deine Aussage? Ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Ich habe es gerade so gemütlich da, der Schwager ist da, wir wollen ja das und jenes und Herr, also ja, letztes Jahr vielleicht, aber jetzt doch nicht und nein. Der Mund, den Gott geschaffen hat, bei Mose sagte, nein, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Das, was Gott, Gottes Schöpfung hat, nein gesagt zu dem, was Gott ihm zugetraut hat. Gottes Barmherzigkeit, ihr Lieben, ist so groß. Er hat bestimmt zu Mose gesagt, Mose, ich habe so viel in deine DNA hineingelegt. Und dann hat er den Aaron gegeben. Aber ich glaube, er hätte es auch selber geschafft, bin ich ganz überzeugt, wenn er angefangen hätte. Mose zweifelte an der Fülle, die Gott in ihn hineingelegt hat. Unser Teilgehorsam, den wir oft zutage legen, ist gleichzeitig auch ein Teil Ungehorsam.
Und ihr Lieben, lasst uns nicht ungehorsam sein. 40 Jahre in der Wüste und so viel Zweifel. Ihr wisst, es war kein Wasser, es gab so viele Wunder, es war kein Wasser da. Und Mose hatte den Befehl, hatte ja den Stock bei sich. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, also dass in der Bibel steht, all das ganze Volk soll die Stöcke, die Wanderstöcke nehmen, wenn sie ausziehen. Und Mose hatte auch einen Stock und wir wissen, dass mit diesem Stock er viel bewirken konnte im Auftrag Gottes. Aber er sollte den Felsen schlagen. Es hat funktioniert und es steht nicht in der Bibel, aber ich glaube, dass er Jahrzehnte den Felsen geschlagen hat und es hat funktioniert, ohne noch Gott nachzufragen, ist das wirklich noch dein Ding, dass ich immer das Gleiche tue? Und dann kam wieder Wassermangel und Gott hat gesagt, rede zu dem Felsen. Und Mose, was hat er getan? Er hat den Felsen wieder geschlagen, weil er gewohnt war, das funktioniert. Und das hat ihm den Zugang zum verheißenen Land verwehrt. Und das hat mich sehr sensibel gemacht. Wir müssen ständig hören, was Gott uns sagt und nicht sagen, Herr, wenn Gott schon sagt, Daniel, ja, ich weiß schon, ich gehe. Und er sagt, warte doch, was ganz anderes. Ja, ich weiß, Herr, ich weiß, wie alles. Nein, warte. Und er hat nicht gehört, dass Gott gesagt hat, benutze deinen Mund oder hat es vielleicht gehört. Und für Mose war das immer so eine Gewohnheit. Und ihr Lieben, und wieder ist der Mund im Spiel. Er traute sich wieder nicht, seinen Mund zu gebrauchen. Er hat den Stock gebraucht. Und er hat wieder, nach so vielen Jahren, wo er gesehen hat, was alles Gott Großes tut, hat er wieder nicht seinen Mund gebraucht, sondern seine Gewohnheit. Ich weiß, wie es geht. Nicht, ja, also Herr, ich bin ja nicht gut genug, dass ich reden kann. Ich kann nicht redegewandt und so weiter. Nach all dem, was Mose erlebt hat, hat er immer noch gezweifelt, seinen Mund von Gott gebrauchen zu lassen. Und das raubte ihm das verheißene Land. Lass dir die Zukunft nicht rauben, indem du nicht deinen Mund von Gott füllen lässt und du in der Kraft Gottes redest. Nicht fromme Bibelverse zum Nachbarn, der es nicht mehr hören kann, nein. Sondern das, was Gott dir sagt, und das können ganz vernünftige Entscheidungen sein, ohne einen Bibelvers, die dir Gott sagt, wo du weißt, das habe ich jetzt auszusprechen. Was spricht Gott mit deinem Mund? Er ist der Schöpfer deines Mundes, darf er ihn auch gebrauchen? Im Psalm 81, Vers 10 steht, tue deinen Mund weit auf, ich will ihn dir füllen. Und wir wissen, wenn man zu einem Mund hat, dann kann man im Schwimmbad verdursten, weil es geht nichts durch. Und so war es ja auch dort in der Wüste. Sprich Gottes Willen aus und es wird geschehen. Zweifle nicht. Unser Handeln nach unseren Gedanken raubt uns oft den Himmel auf Erden, weil wir Dinge aussprechen, die Unglaube sind und in Existenz kommen. Und wir berauben uns den Himmel auf Erden. Wenn wir unsere Berufung nicht leben, verfehlen wir unser Lebensziel. Und das will keiner verfehlen. Wenn Gott dich anschaut, sieht er das ganze Bild, das er geschaffen hat. Er sieht das ganze Bild. Und ich war schon mit Künstlern unterwegs, mit Steinmetzen unterwegs und Leute, die Dinge formen. Die schauen einen Stein an oder ein Stück Holz und sagen, das gibt eine Violine, das gibt eine Statue oder was auch immer. Die sehen schon das fertige Bild in dem Rohmaterial. Und Gott sieht auch in dir das Rohmaterial. Er sieht das Rohmaterial und in diesem Rohmaterial sieht er schon das Vollkommene. Nur es wird erst vollkommen, es wird erst fertig, wenn du Stück für Stück zulässt, auch mit deinem Mund redest und dann wird das Bild daraus werden, was Gott für dich vorhatte. Er sieht das ganze Potenzial in dir und in dir
ist das ganze Potenzial, in dir ist der Heilige Geist, wir wissen das. Und die ganze Kraft Gottes ist in dir, dass er aus dir das macht, wofür du zu bereitet bist oder vorgesehen bist in der Schöpfung. Lass es zu, lass es wirklich zu. Bist du zu weit weggekommen von dem, was du sagst? Ja, ich habe einmal Ja zu Jesus gesagt und ja, aber ich mache halt alles, wie es die anderen auch machen. Bist du so weit weggekommen? Gott hat nicht gesagt, mach es so wie die anderen, sondern lass dich formen und wirke du in der Kraft, die ich in dich hineingelegt habe. Was für eine Kraft war in Mose drin? Und wir leben im Neuen Testament, wo der Heilige Geist in uns wohnt. Was für eine Kraft ist da gegenwärtig? Und das ist so wunderbar. Ist dein Leben auf Zweifel und Ungehorsam aufgebaut? Ich weiß nicht. Ich mach's mal lieber nicht und ich lasse mal andere machen. Ich schaue mal YouTube-Video, ob es eine Predigt gibt, dass das richtig ist oder dass das schon mal jemand gemacht hat. Schön, wenn es Social Media gibt. Wir sind ja auch auf vielen Kanälen. Aber oftmals verwirren diese Kanäle auch die Menschen, indem die Menschen 50 Predigten anhören und sie wissen nicht mehr, wo links und rechts ist, weil so viele Meinungen verbreitet werden. Ich sage dir, das Original ist die Bibel. Und du darfst und musst alles auch mit der Bibel vergleichen. Dein Fundament ist die Nähe mit Jesus. Sitze zu den Füßen des Meisters, von Jesus, sitze, weil da weißt du, was los ist. Es ist nicht ein weiterer Tag wie jeder andere, es ist derzeit ein Wechsel in ein neues Zeitalter. Du bereitest dir den Weg, du sagst, nein, nein, mein Herr bereitet. Nein, du entscheidest, welchen Weg du gehst. Gehst du mit all dem, was momentan überall in den Medien ist, gehst du damit oder lass dir von Gott zeigen, welchen Weg du zu gehen hast. Ich meine nicht, nicht gegen die Obrigkeit sich auflehnen, das meine ich nicht. Wir sollen wirklich die Ratschläge befolgen. Aber wo es lang geht, ich sage dir, die Welt hat Angst, aber Gott hat die Angst besiegt. Angst ist nicht deine Zukunft. Gebrauche deinen Mund. Es ist nicht eine Sache, den Stab, die Autorität zu halten. Ihr Lieben, es ist eine Sache, vorwärts zu gehen und den Mund aufzumachen. Mose hatte einen Stab und wir wissen, was dieser Stab wovon die Bibel redet, was dieser Stab alles in Bewegung setzte, in der Kraft Gottes. Und manche meinen, sie haben eine Bibel, sie haben einen Stab. Das ist schon mal gut, aber setze dich auch in Bewegung. Tue deinen Mund auf. Ich will in dir füllen, sagt der Herr. Und ich sage dir, es hat ein neues Zeitalter begonnen ohne Limit. Ohne Limit auch für dich. Und ohne Limit heißt wirklich ohne Limit. Es sind Perspektiven für dich vorbereitet auf dieser Erde noch und bis in alle Ewigkeit für diejenigen, die mit Jesus laufen. Gibt es wirklich eine Perspektive? Es gibt manchmal so ein Tal, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo es halt richtig, richtig weit runter geht. Und das tut weh. Und dann sagen wir, wie so manche Glaubenshelden der Bibel auch, wo ist Gott? Lasst uns aber in dieser Situation keine Fehler machen, sondern lasst uns drauf schauen. Es ist ein Zeitalter, das kommt, ihr Lieben, ohne Limit für die, die Gott nachfolgen. Bleib nicht an deinem Platz, der nur für dich zum Lernen vorgesehen war. Die Wüste, die 40 Jahre war für das Volk zum Lernen vorgesehen. Ich glaube nicht, dass sie die 40 Jahre, dass die vorgesehen waren, aber die Wüste, das war zum Lernen vorgesehen und manche kommen aus ihrem Lerntrott nicht raus. Sie machen eine Umdrehung, dann machen sie immer wieder das Gleiche, wie so eine, ich habe gerade so ein Bild vor mir, wir waren im Uhrenmuseum und da gibt es so Walzen, wo so Musik, Spieluhren, das sind lauter so Punkte drauf, ihr kennt das bestimmt. Und nach einer Umdrehung kommt wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. Das erste Mal ist schön, das zweite Mal sagst du, ich kenn's, das dritte Mal sagst du, Mann, geht mir das auf den Weger. Und ich sage dir,
dir soll das Evangelium, das Wort Gottes nicht auf den Wecker gehen, sondern komm zu dem lebendigen Gott. Er geht nicht auf den Wecker. Und so vieles in unserer Zeit, was jetzt irgendwo nicht mehr da ist oder nicht mehr brauchbar ist, wo so viel uns gegeben hat, ist weg. Aber ich sag dir, die Größe Gottes ist immer noch da. Und die wird nicht verschwinden. Greife zu und mach du den Schritt über den Jordan ins verheißene Land. Über den Jordan hat ja auch eine andere Bedeutung. Das meine ich nicht, dass du sterben sollst. Nein, aber du sollst wirklich, wirklich ins verheißene Land eine Entscheidung treffen. Ja, mein Gott, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Das, was die Medien sagen, macht mir keine Hoffnung. Aber du gibst mir Hoffnung. Du nimmst mir die Angst und ich werde mit dir siegen. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.